Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay vom STG. Gibt es ja auch als STG Guard. Schaut da nochmal ein bisschen anders aus. Aber einer oder der neueste Premium-Panzer derzeit im Spiel. Da habe ich mir ein Replay rausgesucht. Und zwar in dem Fall ist der Spieler Blockhütte. Ist hier mit einem weiteren STG Mate am Start. Und Primo Victoria ebenfalls. Also hier ein reiner Premium-Zug. Und da hatten sie richtig Glück mit dem Matchmaking aus. Außergewöhnlicherweise, denn sie sind hier trotz dreier Platoon in einem reinen Achtergefecht, also mal ausnahmsweise nicht als Low-Tier dazu gewürfelt worden, sondern eben hier zu dritt im Achter-Only-Battle. Ja, jetzt schau mal, was er dann so ist imstande zu reißen. T34 macht er da auf. 212 Durchschlag hat er, falls es nicht reicht, 248 mit Premium. Und den T34 gibt er sofort eine 380 Schaden. Und nochmal eine 400er Kelle. Das ist schon sehr ordentlich. Die Endgeschwindigkeit sind 50 km/h. Die Nachladezeit sind 13,4 Sekunden. Also das ist verhältnismäßig schon eine Zeit lang. Deswegen ist die DPM mit 1743 auch nicht so wirklich krass, muss man sagen. 1350 KP hat er. Und eine Gun Depression von lediglich 6 Grad. Also die Stats so sind alle nicht so gut, aber durch den flachen Aufbau und den sehr runden Turm kann er damit gut arbeiten. Also da bounce dann doch mal das eine oder andere. Aber so von den harten Fakten her würde ich sagen, definitiv kein OP-Panzer, so wie es gefühlt zuletzt ja immer mal wieder gekommen ist. Man denke nur an den Defender, der ja wirklich fucking stark war. Da ist der STG zwar jetzt okay, aber weit weg von OP, würde ich mal sagen. Denn dafür ist er einfach nicht außergewöhnlich in seinen Daten genug. Einzelzeit 2,4 Sekunden. Also für mich so ein Panzer, der wieder mal Sinn macht im Sinne von Premium. Ein guter Panzer, aber jetzt auch nur wirklich in guten Händen sehr gut. Ansonsten einfach nichts anderes als Durchschnitt. Natürlich, wenn ihr das anders seht, könnt ihr das immer gern in die Kommentare posten. Die Panzerung vorne ist die Wanne 100, seitlich 45 und hinten 45. Der Turm 210, 180 und 45. Gerade natürlich durch seine Rundungen da nochmal krasser. Also das ist so ein Faktor, den sollte man nicht unterschätzen. Also trotz mittlerem Panzer kriegt man den ein oder anderen Abpraller hier ganz gern mal hin. Aber wir sehen halt der lange Reload. Und jetzt Low Roll, aber sein Mate hat ihn dann rausgenommen. 5 zu 6 steht's. Also bis dato noch alles drin für beide Seiten. Der Defender hier jetzt, seitlich geht es natürlich auch beim Defender, obwohl er ein starker Panzer ist, aber da kann er sich dann doch nicht mehr erwehren. 7 zu 7, also trotz 3400 Schaden, bis dato mit den Kills hat es noch nicht funktioniert. Da ist er nämlich noch bei einer dicken, fetten 0. So, da guckt jetzt der Pershing. Der hat gerade so funktioniert, würde ich mal sagen.
Oh ja, der Prototyp. Seitlich. Ah, jetzt hat er sehr schön den Turm hingedreht, sodass er da gut drauf schießen konnte. Und auch da bekommt er nochmal eine. Also hier kann er jetzt sehr schön wirken. Übertreibt es da auch nicht, weil klar, man kann ganz gern mal zu schnell und zu stürmisch an die Sache rangehen. Aber hier sein erster Kill endlich. Und das bei 5000 Schaden. Man sieht, der Antritt von dem Panzer ist okay. Er ist ordentlich mobil, aber auch da jetzt nicht wirklich krass. Also für mich so wirklich so ein Panzer, wo man sagen muss, muss man sich den gönnen? Ich weiß es nicht. Natürlich würde mich da euch auch eure Meinung mal stark interessieren. Sagt ihr, yo, der ist geil, den habe ich mir als Instant gekauft? Oder sagt ihr, ah ja, nee, war jetzt nicht so. Der Schuss war schön, der war auch wichtig. Denn jetzt ist er alleine gegen zwei, weil sein Mate da gerade rausgeschossen worden ist. Aber er hat noch ordentlich Hitpoints, also gerade den Bulldog, den sollte er eigentlich recht schnell snacken. Die Frage nur, wo ist der? Aber jetzt wartet er erstmal auf den Löwen, der hier seitlich gleich kommen dürfte. Also dieser flache Aufbau ist natürlich gerade für so Situationen wie hinter dem Fenster gut gemacht. Der Gegner kriegt nicht allzu viel rein, nur diesen sehr runden Turm. Und dementsprechend kann man da gut mitarbeiten. So, der Löwe. Oh, da hat er daneben geschossen. Der war ärgerlich. Und Abpraller bekommt hier keinen. Und wie gesagt, so der Infight mit der Reload-Zeit, weiß ich nicht, ob das so clever ist. Und Circle klappt auch nicht so. Aber wir sehen jetzt genau, durch diesen sehr flachen Aufbau, kommt jetzt der Löwe eigentlich noch richtig gut an den Turm ran. Und das ist jetzt natürlich sein Glück. So, jetzt nimmt er erstmal den Bulldog, weil er das ein One-Shot ist. Sehr schön mitgedacht und gemacht. Jetzt hat der Löwe aber wieder durchschlagen. Also man sieht auch, der Turm, der ist nicht gefeilt vor Schaden. Und jetzt hat er im Löwen im One-Shot-Bereich, der Löwe bounced sogar nochmal. Also der braucht jetzt mindestens zwei Schüsse. Und er kann jetzt alles klar machen. Er lässt sich jetzt hier auch ein bisschen zurückfallen, seitlich geaimt. Und zack, 4 Kills bei 6.500 Schaden. War ein schönes Replay, was aber, finde ich, gut gezeigt hat, was kann der Panzer, was kann er nicht und wie er so ist. Für mich, wie gesagt, ein Panzer, den ich mir selber nicht kaufen werde. Eure Meinung interessiert mich aber trotzdem sehr stark, also haut die mal in die Kommentare, habt ihr ihn euch gekauft oder nicht und wenn ja, warum? Also, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.